Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mond. Ich begrüße euch zu dieser neuen Folge. Ja, es ist endlich soweit, die zweite Folge von Pokémon Mond startet. Ich würde sagen, wir beginnen einfach. Wir sollen ja hier zum Mahaloberg gehen und den Inselkönig suchen, damit wir unser erstes Pokémon erhalten können. Ich bin sehr gespannt. Okay, ja, den Mahaloberg kennt man auch aus Trailern. Jetzt müsste hier so eine wunderschöne Aussicht kommen, oder? Doch nicht? Okay. Aber trotzdem, man kennt das schon so ein bisschen. Also die ersten Anfangsminuten. Okay, das Mädchen kennt man natürlich auch. Ja, das Mädchen, das kennen wir natürlich aus dem Intro von der letzten Folge. Sie scheint irgendwas in ihrer Tasche zu haben, was schwarzes und Augen hat. Und irgendwas sagt ihr, dass ihr sie zum Berg soll. Bleib in der Tasche, wenn dich jemand sieht. Noch wissen wir nicht, wer dieses geheimnisvolle Mädchen ist. Aber wir werden es bestimmt bald herausfinden. Oh, da ist das komische Teil. Oh nein! Habitax greifen Cosmog an. Oh nein, lass das arme Cosmog in Ruhe. Ja, das ist Cosmog, ein neues Pokémon. Aber wer ist dieses Mädchen? Und woher hat sie dieses besondere Pokémon? Das ist ein seltenes, ganz seltenes Pokémon. Hi. Daijoube! Ich brauche deine Hilfe. Wölkchen ist in Gefahr. Oh nein. Pui. Oh nein, es weint. Dieser Habitax greifen Wölkchen an. Aber ich habe zu große Höhenangst, um ihm zu helfen. Ich schlotter meine meine Knie schlottern richtig. Keine Sorge. Ich helfe ihm. Was? Komm, wir schaffen's. Ja, Cosmo. Los, Wölkchen. Lasst es in Ruhe. Keine Sorge, ich bin da. Blödes Habitat. Es setzt sein Key frei und es hat die Brücke zerstört. Aber da kommt ein anderes Pokémon. Alter, hat es die Habitak umgebracht? Es sah echt so aus, als hätte dieses Pokémon tatsächlich die Habitaks umgebracht. Oh, wow. Er ist so awesome. Ja, liebe Freunde, dieses ist auch ein neues Pokémon. Nämlich der Schutzpatron Kaporiki. Ah, jetzt ist die Brücke zerstört und jetzt kann doch der Inselkönig nicht zurück. Hui! Was für ein Glück. Was hättest du wieder deine Kraft eingesetzt? Du weißt doch, dass du sie nicht, dass du es nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen. Aber ich war völlig hilflos. Hui! Was hast du? Pui, pui! Ein glitzernder Stein? Er fühlt sich ganz warm an? Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin, dass du uns sehr geholfen. Wer bist du? Dieser Stein. Er gehört dir, oder? Nein. Das ist nicht meiner.
Okay. Du hältst das Item glitzernder Stein. Glitzernder Stein in die Item-Basistasche verstaut. Bitte verrate niemanden etwas vom Wölkchen. Du würdest mir damit einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Komm, geh bitte wieder zurück in meiner Tasche. Pui! Ich hab dich immer noch nach deinem Namen gefragt und sagst gar nichts. Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfallen habe, aber könntest du uns zurück zum Dorfplatz begleiten? Ich will immer noch deinen Namen wissen. Ziemlich unhöflich von dir. Aber was ist mit dem Inselkönig? Hey, Flui! Dem Inselkönig hast du nicht gefunden. Wie sieht's aus? Aber dafür hast du schon meine Assistentin kennengelernt. Schön, was? Deine Assistentin? Sie ist ein geheimnisvolles Mädchen mit einem noch mehr geheimnisvollen Pokémon. Ich stelle euch einander aber gerne auch noch mal richtig vor. Also, das ist meine Assistentin. Wie? Ja, mein Name ist Lilly. Lilly, das ist Flui. Er ist ganz frisch nach Alola gezogen. Um genau zu sein, ist er gestern erst angekommen. Wäre schön, wenn du ihm das ein oder andere zeigen könntest. Du bist also ein Bekannter von Professor Kukui? Freut mich, dich kennenzulernen. Schaut nur, unser Inselkönig ist zurückgekehrt. Der Mann, der vom Schutzpatron ausgewählt wurde. Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pokémon-Trainer bekannt. Ah, da ist er. Hi. Wir haben dich gesucht und dann ist eine Brücke kaputt gegangen. Wir dachten, du bist jetzt da auf der anderen Seite gefangen, aber anscheinend nicht. Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Hala, wo haben sie bloß gesteckt? Ich habe meine Pflichten als Inselkönig nachgekommen, du Vollidiot! Glaubst du, ich bin wie du und chill den ganzen Tag? Wenn es irgendwo auf Mille Probleme gibt, ist das meine Aufgabe, sie zu lösen. Ich habe auf dem Weg hierher Kaporiki am Himmel gesehen. Gab es hier irgendwelche Vorfälle, während ich fort war, Lilly? Ja, ich wollte ihm gerade davon erzählen, Hala. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einigen Habitats angegriffen. Doch dieser Junge hier ist ihm zu Hilfe geeilt. Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich mit beiden darauf eingebrochen. Um ein Haar wären sie in die Tiefe gestürzt, doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Wow, unglaublich! Hut ab! Kaporiki ist zwar der Name nach unserem Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst sein Herz bewegt haben. Kukui, du hast einen jungen Mann. Dieser junge Mann hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Das muss belohnt werden. Zum Dank bekommt er sein erstes eigenes Pokémon von mir. Aber ich bin der Professor, halt die Klappe, ich mache das. Im Gegenzug würde ich mir wünschen, dass er den Pfad des eines Pokémon-Trainers einschlägt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Hala, der Inselkönig von Mille Mille. Willkommen in der Alola-Region, den Dussel
neben mir, der Dussel neben mir hat schon viel von dir erzählt. Es freut mich, dich kennenzulernen. Komm, meine kleinen Pokémon, ihr wollt doch ihn sicher auch willkommen heißen. Und da sind die drei. Bautz, Flamiau und Roppal. Da hätten wir zuerst mal Bautz, ein Pokémon vom Typ Pflanze, was eigentlich auch jetzt schon in der ersten Form Pflanze Fluka ist und total süß ist und ein übelst cooler Skiller in der dritten Form ist. Bau. Da hätten wir als nächstes die Feuerkatze Flamiau. Sie wird auch schon wie in Pokémon X und Y beim Starter wird sie am Ende zu einem Kampfkatze, aber sie ist in Wirklichkeit eine Feuer- und Lichtkatze. Miau! Ich bin eigentlich in der ersten Form süß und in der zweiten Form irgendwie hässlich. Das zu guter Letzt ist Roppal ein reines Wasser-Pokémon. Aber in der letzten Form ist es total hübsch und es hat den besonderen neuen Typ, der in X und Y hinzugefügt wurde, nämlich den Typ Fee und wird dann halt zu Wasserfee. Roppal! Welches Pokémon wählst du? Ja, jetzt natürlich die große Frage, mein erstes Team-Pokémon für dieses Let's Play. Natürlich würden, ich glaube, die meisten würden jetzt natürlich Bautz wählen, weil erstens ist es ein Pflanzen-Pokémon, es sieht total niedlich aus und es hat jetzt schon den Typen Pflanzeflug. In der letzten Form, das habe ich noch nicht erwähnt, wird es, also es ist in der ersten und zweiten Form Pflanzeflug, in der letzten Form ist es Pflanze-Unlicht. Die meisten würden mit Sicherheit Bautz wählen. Es wurde auch schon nach einer Abstimmung, da war Bautz kilometerweit vorne, weil Flamiau die letzte Form ein bisschen ja, doof aussieht. Aber ich habe mich gegen Bautz entschlossen und ich habe mich nicht für Flamiau entschlossen, weil ich die letzte Form ein bisschen hässlich finde. Aber es gab ein einziges Pokémon, was mich eigentlich so von der ersten Form her eigentlich schon ziemlich begeistert hat, was ich eigentlich auch schon total süß fand. Und ich finde die Typkombination in der allerletzten Form einfach geil. Ich habe mich für Roppal entschieden. Die ersten zwei Phasen, also die ersten zwei Formen in der Standardform und in der mittleren Form, ist es halt nur reines Wasser-Pokémon. Und in der letzten Form, das ist halt das Besondere, was dieses Pokémon ausmacht. Für mich ist es halt Wasser. Fee-Pokémon und das finde ich eine geile Typkombination. Wasserfee ist eine coole Typkombination. Vor allem zum Schluss, vor allem, weil wir den Mondgewalt und den Attacken wie Surfer dann halt gesteppt sind. Und du kannst ja vielleicht ja noch Eisstrahl geben, da hast du drei richtig starke Attacken und dann vielleicht noch irgendwas, was seine Werte oder sonst irgendwas verbessern. Es ist ein richtig cooles Pokémon, deswegen habe ich mich für Roppal entschieden. Fällt deine Wahl also auf Roppal? Jo. Du hast dich für Roppal entschieden. Leider kennt man von allen drei Pokémon noch nicht die Werte, aber das ist mir egal. Ich finde Roppal cool. Es handelt sich allerdings erst eine wahre Partnerschaft, wenn du dir deinen Partner, den du dir ausgesucht hast, auch dich auswählt. Bro. One Piece! Dann wollen wir mal sehen, ob Roppal dich als Partner anerkennt. Wäre jetzt bitter, wenn es sagt, nee, ey, verpiss dich, ich finde dich doof. Roppal schaut dich prüfend an. Wie? Hattest du jetzt gerade den Kopf geschüttelt? Hat den Kopf geschüttelt. Ja, es ist doch immer eine Party. Du hebst Roppal liebevoll hoch. Es ist in deine Party gejoint. Roppa!
Das Wasser-Pokémon Robball steckt dir stolz die Brust heraus. Oh, Robball hat dich als Partner akzeptiert. Jetzt, wo ihr euch gegenseitig ausgewählt habt, seid ihr zwei für immer Freunde. Best Fans for every time. Möchtest du Robball einen Spitznamen geben? Natürlich, die Leute, die meine Pokémon Let's Open. Es ist weiblich! Es ist weiblich! Oh mein Gott, es ist weiblich! Es ist ein weibliches Robball, auch wenn die letzte Form passt. Aber ich glaube, die Chance, eines weiblichen Starter zu bekommen, ist unglaublich gering. Und es ist natürlich noch witziger, dass ich ein weibliches Robball bekommen habe. Ah, wie geil! Oh mein Gott! Ich glaube, die Chance ist mega gering, einen weiblichen Starter zu bekommen. Und ich habe einen weiblichen Starter. Oh mein Gott! Ja, also mein erstes Team-Pokémon von meinen sechs ist halt, wie gesagt, Robball. Und ich gebe ihm natürlich den Standardnamen, den ich immer gebe. Es ist ein so guter Freund von mir. Er hat es sich immer wieder verdient, mein Starter-Pokémon zu sein. Es wird der gute Ruffy sein. Ich werde es Ruffy lassen. Der gute Ruffy-LP. Er hat zurzeit eine Erzgebirge-Karriere. Er ist immer ein cooler Freund gewesen. Er ist immer mein Starter gewesen. Das war er in Omega Rubin. Das war er in Hardcode. Das ist einfach bei mir immer Standard. Immer wenn ich ein Starter-Pokémon habe, dann heißt diese Starter-Pokémon immer, immer Ruffy. Das ist so eine kleine Geste von mir an ihn. Einfach zu sagen, danke, du bist einfach der coolste Typ, den es auf diesem verdammten Universum gibt. Danke, Ruffy. Und genau deswegen nehmen wir ihn mit. Auch wenn es ziemlich witzig ist, dass Ruffy halt weiblich ist. So, Ruffy in der Party. Könnt ihr ja mal bei seinem Kanal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Robball, also ja. Pui. Warum bist du schon wieder so zappelig? Solange Haller und der Professor in der Nähe sind, bist du sicher. Aber das ist nur eine Ausnahme. Du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Ich denke, du hast eine gute Wahl getroffen. Bitte pass immer auf deinen Pokémon auf. Klasse, Flui. Heute Abend kannst du dich als Trainer nennen. Und zu diesem Anlass bekommst du von mir auch ein kleines Geschenk. Pokédex. Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatische Einträge für alle deine Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Dein neuer Partner Robball wurde bestimmt auch schon registriert. Wirf ruhig mal einen Blick drauf. Was ist das? Achso. Und dann habe ich auch noch einen Trainerpass für dich vorbereitet. Aber ich würde sagen, du solltest schnell nach Hause gehen, um deiner Mutter deinen neuen Begleiter vorzustellen. Meinst du nicht? Jo. Ja, es geht los. Ja, cool. Und darf ich jetzt auch noch schnell auf... Oh mein Gott, ist das viel. Schauen wir mal. Okay. Viele Seiten für aktuell nix. Was, ich kann Foto knipsen? Was kann ich bei Foto knipsen? Ah, okay. Aber ja, wir haben ja noch keine neue Kleidung, deswegen ist es Quatsch. Ja, dieses Bild ist übrigens auch, wenn man das Spiel beendet. Man kann ja schon speichern. Oh, da ist er, der gute Robball. Ich möchte sein Wesen sehen. Wo sind die Werte? Ach, da! Aber man kann gar nicht das Wesen erkennen. Oder habe ich ein neutrales Wesen? Okay, Aquaknarre schon von Beginn an. Robust, ich bin mir nicht sicher. Okay, das schaue ich zur nächsten Folge nach. Robust, was das für ein Wesen ist. Bin jetzt nicht sicher. Also sowas lerne ich nicht auswendig. Könnte vergessen. Pokepause ist sowas wie Pokémon Monami. Ja, werde ich euch im Laufe dieses Let's Play zeigen. Oh mein Gott, jetzt geht's endlich los. Oh cool, jetzt können wir endlich loslegen. Aber ich glaube, was jetzt?
Ah, das ist da. Der Typ da. Hey du, hast du Lust auf einen Pokémon-Kampf? Oh, nicht so voreilig. Bevor man jemanden zum Pokémon-Kampf herausfordert, sollte man sich vorstellen. You dude, du hast recht. Hohaha, das habe ich doch glatt vergessen. Willkommen, ich bin Tai. Ich bin der Enkel des Endlichen König. Hala. Mein Partner ist Flamiao. Oh, er hat das. Okay, er hat das Gegenteil von mir genommen. Also nicht Bautz genommen, so wie es so früher war, sondern er hat tatsächlich überraschend das genommen. Mensch, dein Roboter sieht sicher total cool aus. Danke. Wie gesagt, wir müssen unbedingt gegeneinander kämpfen. Ehrlich gesagt, habe ich das schon überall gesucht, weil ich dich nämlich warten konnte. Ich schaue mir Kämpfe sehr ungern an. Ich mag es einfach nicht, mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber ich werde dich anfeuern. Oh, danke. Oh, sie hat gelächelt, wie süß. Ui. Das wäre dann dein erster Pokémon-Kampf. Ganz schön aufgeregt. Ich denke immer daran, dass die Wahl der besten Attacken über den Sieg und die Niederlagen entscheiden. Ich hoffe, du nimmst die Herausforderung meines Enkels an. Wenn ihr beide euer Bestes gibt, könnte es wahrscheinlich ein fesselndes Duell werden. Geht's nicht automatisch los, sondern ich muss ihn ansprechen. Komm hier rein. Der Sieg wird mein sein. Spitze, du bist größer als ich. Alles klar, auf geht's, Kampf. Damit geht es endlich los. Unser erster Pokémon-Kampf in Alola. Tali gegen Flui. Er wählt Flamia aus. Das sollten wir locker schaffen mit unserem guten Ruffy. Eine Aquaknarre und der könnte vielleicht sogar schon tot sein. Ja, das ist das neue Design. Ja, nichts Besonderes, wie ich finde. Sieht halt ein bisschen jetzt tropischer aus, was halt die Alola-Region auch darstellen soll. Oh, er ist sogar von der Innet ja deutlich besser und zieht mir 4 KP ab. Nicht schlecht. Aber diese effektive Attacke sollte ihn stark treffen. Ja, mehr als 50% der EP abgezogen. Er versucht es nochmal mit Kratzer, hat mir wieder 6 KP abgezogen. Noch sind die Kämpfe natürlich nicht spannend genug. Aber das war halt auch unser erster Kampf erst. Hätten wir gegen Roppa gekämpft, wäre das natürlich interessanter gewesen. Vor allem, wenn er eine Pflanzenattacke drauf gehabt hätte. Dann hätten wir natürlich ein großes Problem gehabt. Aber so war das natürlich kein Problem. Verteidigung und KP-Boost. Oh, war. Flui gewinnt. 100 Pokédollar. Wow, du hast es echt drauf, Louis. Du hast es echt drauf. Das war doch dein Name, oder? Dein Roboter ist total cool. Alles klar, morgen beim Fest gebe ich alles. Nanu, Louis. Dürfte ich den glitzernden Stein, den du hast, mal kurz sehen? Da. Oh ja, das ist ein... Obi, was ist das für ein Stein? Ist das der Stein etwa? Sag mal, Flui, Kaporiki hat dich gerettet, richtig? Ja. Ich verstehe. Du wurdest also nicht nur gerettet, sondern hast auch einen Stein erhalten. Ich habe das Gefühl... Es war Schicksal, dass du nach Alola gekommen bist, Flui. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein für eine Weile an mich nehmen. Hey, das ist meiner! Den hat mir Lili geschenkt, du... Typ. Du hast mich gedisst. Herzlichen Glückwunsch. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Du hast eindeutig Talent als Trainer. Deshalb würde ich dir dringend ans Herz legen, morgen eine zum Fest teilzunehmen. So, Flui,
Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich nach Hause. Lilly, du kommst am besten auch mit. Wir wollen schließlich nicht, dass dein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät. Da haben Sie recht, Professor. Ich werde gut auf Wölkchen aufpassen. Es ist aus der Tasche gesprungen. Ui! Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Du sollst doch in der Tasche bleiben. Niedlich. Hey, ich hab einen Raubball. Da bist du ja wieder, Flui. Und, welches Pokémon hast du bekommen? Los, zeig schon. Wow, das ist ja ein tolles Pokémon. Und warum hast du dir dieses entschieden? Weil es süß ist? Es ist süß. Dann hast du die richtige Wahl getroffen. Dieses Pokémon ist nämlich süß und cool. Ihr passt wirklich wunderbar zusammen. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Mautz! Rob! Okay. Am nächsten Tag. Was für ein Sonnenuntergang. Aber jetzt packe ich's besser wieder ein paar Kartons aus. Ist es jetzt ernsthaft hell draußen? Okay. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Machst du bitte auf, Louis? Ja, aber das ist in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon Mond. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.